Hey zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde des besten Spiels der Welt, Earth Defense Force 5. So, ich habe den Ranger mal wieder genommen mit der Ranger-üblichen Standardausrüstung, das heißt Gewehr, Raketenwerfer und irgend so ein Auto. Und dann fangen wir mal an mit der aktuellen Mission. Ich schalte jetzt nochmal auf Hard, ich traue mich mal nochmal auf Hard zu stellen, auch wenn ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist. Was sagt der Air Raider dazu? Sich auch nicht sicher. Nebel. Aber ich sehe da hinten ein Spinnennetz. Da können wir einfach mal drauf schießen. Das schadet bestimmt nicht. Ah, ich sehe sogar eine Spinne. Ah, die ist weg. Sehr gut. Eine Spinne weniger. Vielleicht hätte ich lieber eine Schrotflinte statt ein Maschinengewehr mitnehmen sollen, weil auf kurze Distanz und so. Boah, das Netz geht einfach nicht kaputt. Ich glaube schon langsam, wir werden irgendwie von Spinnen umzingelt. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen was machen. Dagegen. Wir haben hier einen Trupp Wingdiver. Kommt mal mit, Wingdiver. Wir müssen uns mal hier durchkämpfen, glaube ich. Und nachladen. So. Oh mein Gott, wo kommen die her? Haben die ein Nest? Müssen wir uns nach vorne durchkämpfen oder müssen wir hier einfach einen Ansturm durchhalten? Das ist die Frage. Das macht nämlich einen riesen Unterschied. Ob wir defensiv spielen dürfen und uns zurückziehen können oder ob wir nach vorne durchbrechen müssen, damit wir deren Nest zerstören, weil sonst hören sie nie auf zu kommen. Wer weiß? Ich weiß es leider nicht. Wir werden es rausfinden wahrscheinlich. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen eher defensiv zu spielen, weil mit Spinnen ist nicht zu spaßen. Die machen so viel Schaden. Ich habe noch dazu auf Hard gestellt. Harte Spinnen sind echt gefährlich. Wenn eine neben einem landet und zum Schießen kommt, ist man oft auf einen Schuss einfach tot. Und jetzt hier im Nebel ist es doppelt gefährlich. Denn natürlich, sonst wäre es ja leicht, beeinflusst der Nebel nur uns Menschen, nicht etwa die Gegner. Wo kämen wir denn dahin, wenn die auch schlechter sehen würden? Nee, die schießen mit ihrer Artillerie über 100 Kilometer zielsicher. Kein Problem. Ich glaube, da hinten ist so eine Ritaria auch noch, oder? Oh, sag bloß das. Oh Gott, da ist ein D-Roy. Was zur Hölle? Ich habe mir schon gedacht, was ist denn hier los? Oh Mann, ey. Wenn der auf einmal, normalerweise tötet man die nicht umsonst aus der Entfernung, wenn möglich. Mit denen ist nicht zu spaßen. Oh mein Gott. Oh, Krieg der Welten lässt grüßen. Puh, anscheinend sind die Beine relativ leer geräumt, wo die ganzen Waffensysteme sitzen, sage ich gerade, und dann lädt er sie wieder auf. Das gibt's doch nicht, der ist unzerstörbar. Unzerstörbar. Er raucht schon, kommt schon. Weg damit. Oh, der macht gleich... Ah, oh, habt ihr das gesehen? Der hat gerade ausgeholt und wollte mich mit seinem spitzen Arm... Nicht noch eins, nee. Das ist sein Kopf. Okay. Der wollte mich gerade mit seinem spitzen Arm zerquetschen. Puh. Und jetzt kommt schon die nächste Spinnenbrut oder wie. Zum Glück waren die jetzt gerade nicht hier. Oh, das hier zum Beispiel. Sehr gefährlich, wenn man es nicht merkt. Okay, cool. Das haben wir doch ganz gut gemeistert. Wir leben noch... Und es lebt sogar noch ein Bot. Alle anderen sind tot. Sorry, tut mir leid. Um deine gefallenen Mitstreiterinnen. So, großes Heilpäckchen. Gegen große Sorgen. Große Verletzung. Mit großer Verletzung kommt großes Heilpäckchen. Leider nicht immer. Das wär gut, wenn das standardmäßig so wäre. Okay, ich glaube, die Spinne hat meine letzte Begleiterin gefangen. Ich glaube, ich muss da mal was dagegen unternehmen. Aha! Cool, gerettet.
Und jetzt fürchte ich, habe ich das nächste kleine Spinnrudel angelockt. Aber das ist okay. Ich meine, wir müssen die eh alle töten. Bleibt uns eh nichts anderes übrig. Schade, das wäre so schön gewesen. Ah, come on, ey. So, eigentlich wollte ich ja hier in Ruhe noch ein bisschen plündern, bevor wir weitergehen. Die letzte Mission habe ich so wenig geplündert. So wird das nichts. Ich muss mich echt wieder mehr aufs Looten konzentrieren, weil sonst wird der Ranger nie stärker. Wir brauchen Waffen. Gerade wenn ich jetzt auf Hard spiele, sollte ich wirklich gucken, weil grüne Päckchen sind jetzt Gold wert. Neue hochlevelige Waffen, mehr Rüstung und so weiter und so weiter. Und solange keine Spinne irgendwie auf uns schießt, können wir gemütlich uns ein bisschen umsehen. Zeitlimit gibt's ja zum Glück nicht. Ich hasse Zeitlimit. Zeitlimit ist the worst. Überhaupt, ever. Oh nein, irgendwas liegt, glaube ich, auf dem Parkhaus. Da muss eben das Parkhaus weg. Aber irgendwie fliegen die Raketen durch das Parkhaus. Aha. Oh, da fliegen lauter Autos raus. Cool. Das ist sogar befüllt gewesen. So, ein Rüstungspäckchen. Na dann. Schauen wir nochmal, wer da hinten liegen. So viele sind das wirklich alles nur noch Heilpäckchen. Ich meine, es ist cool, weil wenn es brenzlig wird, können wir uns vielleicht zurückziehen und die Heilpäckchen hier noch einsammeln. Und niesen. Aber dann gehen wir weiter. Wenn das so ist. Ah, gleich zwei Waffen. Oh, drei Waffenpäckchen. Oh, ist das cool. Jetzt müssen wir nur überleben, weil sonst dürfen wir die nicht behalten. Der Vorgänger war ja da knallhart. Der Vorgänger hat gesagt, wenn du stirbst, behältst du gar nichts. In dem Teil ist es nicht mehr so. Wenn man auf Hard spielt, behält man, glaube ich, immerhin noch 50% oder so von dem, was man eingesammelt hat. Auf Hardest, dem nächsten Schwierigkeitsgrad, den man erst freischalten muss, auf dem man dann die richtig guten Waffen kriegt, nur noch irgendwie 10% oder 30% und auf Inferno, der letzte Schwierigkeitsgrad, auf dem man die Super Deluxe Ultra Mega Waffen kriegt, behält man gar nichts mehr. Da ist dann wie im Vorgänger alles weg, wenn man stirbt. Ach ja, genau. Sprinten! Die neue Superfähigkeit des Rangers. Huah! So, da vorne sehe ich schon Spinnhoppeln. Die könnten wir mal anlocken. Normalerweise reicht es, wenn man eine tötet, damit man alle im näheren Umkreis anlockt. Oh, da oben schießt schon eine Ritaria auf uns. Mal schauen, ob wir die gleich vielleicht mit dem Raketenwerfer ein bisschen töten können. Aber nur ein bisschen. Nicht zu sehr töten. Da kommen aber leider schon die kleinen Freunde. Springen durch den Nebel. Ich sehe euch ganz genau. Oh, da oben ist auch eine. Das ist eine große, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Oh. Wo sind denn die bitte? Au, 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 au. Au, 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 au. Rückwärts laufen und schießen. Einfach rückwärts laufen und schießen. Ah, und ein kleines Heilpäckchen einsammeln. So, sind nur noch zwei, glaube ich, die jetzt gerade aggro sind. Ah, komm her, du. Juhu! Danke! Für dieses Waffenpäckchen. Es sind noch ein paar. Okay. Ah, da kommt schon die nächste Welle oder so angehoppelt. Na, es sind nur vier, glaube ich, aber trotzdem. Mein Gott, diese Retarier haben eine Reichweite. Wenn die mich erwischen würden und dann in Richtung Netz ziehen, wo die ganzen kleinen Spinnen schon warten, dann wäre es vorbei. Außer ich könnte sie vorher mit dem Raketenwerfer erledigen, natürlich. So, da muss noch irgendwo eine sein in der Richtung. Ich weiß aber nicht wo. Wahrscheinlich hinter... Ah, ich glaube, ich habe sie getroffen. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, wo sie war, aber... Jetzt ist sie nur noch Matsch. Cool. Spinnenmatsch. Bäh. So, wo ist jetzt diese Ritaria? Die muss irgendwo da hinten sein.
Ich werde einfach mal die ganze Stadt einebnen, dann treffe ich die schon, oder? Das ist, glaube ich, immer eine gute Taktik. Ist sie tot? Nein, ist sie nicht. Aber sie ist, glaube ich, in Maschinengewehrreichweite. Yes! Sehr gut. Okay, es läuft ja ganz gut. Es läuft fast zu gut. Ich habe fast ein bisschen Angst, weil das Game Design ist teilweise echt gemein, das Missionsdesign, meine ich. Denn es ist oft so, dass die Mission so sagt, ja, spiel mal hier ein bisschen, ganz gemütlich, eins nach dem anderen, immer ruhig bleiben. Ach, und jetzt glaubst du, du hast es geschafft? Na, dann schau mal, was wir hier noch haben. Und dann lüften sie den Vorhang des Todes und dann kommt auf einmal die unglaublichste Supermonsterwelle überhaupt. Und man denkt sich so, na super geil, danke. Muss das sein, dass ihr nach einer 2-Stunden-Mission jetzt die letzten 10 Minuten mit dem Scheiß daherkommt. Aber genau das machen die dann oft. Ich würde gerne diese Ritaria töten, aber die Spinnen kommen schon zu nah und ich muss nachladen. Oh Gott. Ist okay. Das Schöne ist ja, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt im 5. Teil immer noch so ist, aber ich denke schon. Aber im Vorgänger war es ja so, warum wird es hier so rot? Hä? Oh, ich glaube, da ist gerade ein D-Roy abgeworfen worden, schon wieder. Jetzt gerade, wo 100 Spinnen auf uns zukommen, 2 sehe ich auf dem Radar. Na, danke. Wunderbar. Das ist genau, was ich meine. Das ist genau der Bullshit, von dem ich gerade geredet habe. Genau die Art von Bullshit, die ich nicht haben will. Ach, hau doch ab, du. Was soll denn das jetzt, bitte? Ach, hau doch ab. Ja, ja, da kannst du schon reden. Schicken wir lieber Verstärkung. Ich hoffe, die reden drüber, dass die mir jetzt Verstärkung schicken. Ich hoffe, das, was die da sagen, heißt übersetzt. Warte noch schnell 2-3 Sekunden und dann schicken wir dir die übelste Superverstärkung überhaupt. Die wird dann alles wegrocken. Keine Sorge. Mach dir keine Sorgen mehr, Spieler. Alles wird gut. Wir schicken gleich einen automatisierten Airstrike, der alles kaputt macht. Und dann hast du es geschafft und darfst deinen ganzen Super-Epic-Loot behalten. Oh mein Gott. Nee, wisst ihr, es ist einfach nicht lustig gerade. Was hier passiert, ist einfach nicht lustig. Riesige D-Roys im Nebel. Ich weiß überhaupt nicht, auf was ich schießen soll. Oh Gott, vielleicht sollte ich auf den anderen schießen, der da hinten ist. Nee, klar, schick mir einfach 2 unsichtbare Riesenmonster im Nebel. Ist voll okay, voll cool. Warum sollte ich die sehen können, wenn die mich über 10 Kilometer mit Artilleriefeuer beschießen? Ist voll cool. Wer muss schon seine Gegner sehen können, oder? Ist doch... Ist doch nur fair, dass die mich sehen, aber ich die nicht. Ich meine, die sind riesig und haben ganz viele Waffen. Insofern sind die ja voll benachteiligt mir gegenüber. Hilfe. Könnte man mal die ganzen Waffensysteme von den Armen wegschießen, bitte? Oh mein Gott. Nein, es ist einfach nicht mehr lustig, was hier passiert. Das ist so verrückt. Ja, genau, da kommt der andere auch noch. Das ist doch nice. Leute, das sieht gerade nicht gut aus, leider. Meine Begleiterin ist gestorben. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich versuche gerade zu den ganzen... Irgendwo müssen ganz viele Heilpäckchen noch liegen. Ich versuche gerade, mich dahin zu rollen. Es wäre gerade ziemlich gut, wenn wir das schaffen würden. Bevor uns die erwischen. Schnell! Sprint-Attacke! Da liegt was. Das ist was Rotes. Da müssen wir nicht hin. Dann laufe ich da lang. Ich glaube, da müssen die sein. Wisst ihr, ich meine, ein Scharfschützengewehr wäre eine gute Waffe gegen D-Roys, aber...
bringt mir im Nebel auch nichts. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht irgendwie den falschen Weg und voll in so ein Spinnennest oder so. Ah, come on. Nee, jetzt. Hau ab. Hau ab jetzt. Nein. Nein. Das Schlimme ist auch, man kann sich nicht mehr bewegen, wenn man getroffen wird oder nur noch sehr langsam. Das macht es natürlich nicht gerade leichter. So, komm, lauf. Lauf, wir haben ein paar Gebäude als Deckung und da hinten ist wenigstens ein kleines Heilpäckchen. Da ist auch noch ein kleines. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir, glaube ich, toter als vorher oder so. Was weiß denn ich, wir müssen den jetzt töten. Los jetzt, komm her, du. Komm her, du Riesenscheißer. Au. Ohne Witz, der muss so nah an mir dran sein. Warum sehe ich den nicht? Ich kann nur ungefähr da hinschießen, wo seine Schüsse herkommen. Und hoffen. Ach, das ist doch lächerlich. Das ist doch einfach nur lächerlich. Und irgendwo ist noch ein zweiter ganz in der Nähe. Na super. Ich habe mich noch nie so wenig über ein Rüstungspäckchen gefreut wie jetzt. Ah, da liegt ein Waffenpäckchen. Das ist zwar schön und gut. Ich glaube, ich sammle das vielleicht noch, wenn ich es schaffe, weil wir sterben jetzt eh. Aber vielleicht darf ich es wenigstens behalten. Komm schon, durch den Park. Die Bäume werden uns schützen. Ah! Lauf! Nein! Doch halten! Wie soll man das... Guckt euch das an. Wie soll das gehen? Komm schon, Haken schlagen. Das bringt überhaupt nichts. Deine Haken sind nutzlos, Ranger. Irgendwas machst du falsch. So, hoffen wir mal, hier ist irgendwo eine Heilung. Ja, super, danke. Danke für diese Nicht-Heilung. Gut, dass Ranger nicht... Ach, Mann, ey. Ah, das ist einfach jetzt super, super blöd. Die Spannung kommt schon. Irgendwo muss noch Heilung sein. Ja, halt nicht sehr viel. So, wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Da muss er sein, eigentlich. Ganz in der Nähe. Ich meine, die sind auch noch so schnell, dass ich keine Ahnung habe, wo die sind. Irgendwo da so. Außerhalb der Map, wo ich gar nicht mehr hin kann. Perfekt. Perfekt. Absolut fair. So, jetzt nicht mehr bewegen. Nein, bleib doch da, wo du bist. Das war doch alles wunderbar. Du hast nicht geschossen, hast da geparkt, es war gemütlich, wir hatten alle Spaß. Warum bleibst du nicht da? Oh yeah, der ist weg vom Fenster. Nein, 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 jetzt kommt sein Freund und tötet mich. Ohne Witz jetzt, jetzt wäre der tot, hat wahrscheinlich sogar ein bisschen Heilung gedroppt. Ich dachte, jetzt haben wir es rumgerissen, das Ruder. Aber nix da, nix da Ruder rumreißen. Das Ruder hat uns rumgerissen. Hey, aber wir haben einen neuen Granatenwerfer, der gar nicht so schlecht ist. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Macht's gut, bis dann. Ciao.